Hallo ihr Lieben, zu später Stunde komme ich noch und möchte euch die Neuigkeiten berichten, die ich ja heute in der Story schon etwas erwähnt habe. Ich habe mir da jetzt dann noch einmal die ganzen Infos dazu aus der Workstation ausgedruckt und habe mir gedacht, komm, wir bringen das gleich hinter uns. Falls ihr was mitbestellen wollt, wie gesagt, morgen am Abend bestelle ich was. Und jetzt möchte ich gerne mit euch durchgehen, was, wie gesagt, mit 1. März komplett aus dem Sortiment rausgehen wird. Also nicht nur Duftrichtungen, sondern auch, hallo Tamara, sondern auch komplette Produktlinien, die rausgehen werden aus dem Sortiment. Und ich blutet ein bisschen so mein Sensi-Herz. Ja, deswegen, ja, shoppen wir das jetzt noch schnell, gell? Also die Kaba Clips werden komplett aus dem Sortiment rausgehen. Das sind so zwei Duft, wie soll ich sagen, ja, Duftstecker, die man in die Lüftungsschlitze ins Auto reinstecken kann. Die gibt es jetzt in 5 oder 6 verschiedenen Duftrichtungen und die werden komplett aus dem Sortiment rausgehen. Also die wird es gar nicht mehr geben. Das finde ich total schade, weil ich die Kaba Clips eigentlich total gerne mag. Ja, schade. Ich habe die echt gern gemocht, wie gesagt, ja. Luna und Black Raspberry Vanilla sind da zum Beispiel Duftrichtungen, die sehr beliebt sind und die sehr gut gehen. Die könnt ihr noch bis Ende Februar bestellen. Genau. Was noch rausgehen wird bei der Wäscheserie, ist das Wäscheweich. Das ist sozusagen der Weichspüler, den es bei Sensi gibt. Der macht nämlich auch, dass die Wäsche nicht elektrostatisch aufgeladen ist. Also der nimmt es dann auch weg und die Wäsche war noch nie so flauschig. Wirklich. Also die macht das wirklich. Die Wäscheweich bedeutet wirklich flauschige, weiche Wäsche. Und der wird auch komplett aus dem Sortiment gehen. Das heißt, es wird übrig bleiben das Waschmittelkonzentrat und der Wäscheduft. Und Wäscheweich wird komplett das Sortiment verlassen. Also wenn ihr das nochmal nutzen wollt für eure Wäsche, dann wie gesagt bis Ende Februar. Ach, das Spülmittel habe ich vergessen herzurichten. Moment. Das macht mich echt traurig. Ich liebe das Spülmittel. Ich habe das in verschiedenen Duftrichtungen zu Hause. Das steht bei mir beim Spülbecken mit einer kleinen Handseife daneben. Das ist so toll. Vor allem, es duftet urgut. Das Johnny Appleseed riecht zum Beispiel nach einem knackigen, frisch aufgeschnittenen Apfel. Und man braucht wirklich nur ganz, ganz wenig. Und mühelos gehen so Töpfe und Pfannen, die so mit Fett sind oder eingetrocknet, eingekrustet, angebrannt. Das geht wirklich total gut weg. Und vor allem, was bei mir als Neurodermitikerin ist, es pflegt die Hände, es trocknet nicht aus, man bekommt keine Ausschläge. Es ist wirklich gottdoll. Und ich nutze das immer vom Waschmittel, den Pumpstoß, dass man das dosiert, weil das ist nämlich normalerweise nicht dabei. Normalerweise ist einfach so ein Klappdeckel dabei. Genau, das Körperspray. Also da werden auch einige meiner Kunden traurig sein. Das Körperspray geht auch komplett aus dem Sortiment, was ich nicht verstehen kann. Weil wer tut sich nicht gerne einsprühen, irgendwie so für zwischendurch in der Handtasche oder nach dem Duschen noch einmal so als Finish? Echt ein Jammer. Das geht raus in allen verschiedenen Duftrichtungen. Schimmer und Luna wird hier am allermeisten bestellt bei mir. Das Schimmer und Luna geht bei dem immer. Das wird immer bestellt. Da habt ihr jetzt momentan sogar ein paar im Sale. Also ja, da ist sogar ganz viel Aloe Vera drinnen als Pflege für die Haut und Haare. Man riecht gut. Also echt schade. Also das ist auch nur noch bis Ende Februar im Sortiment. Genauso wie das Badesalz. So traurig. 1 Kilo Badesalz. Und das färbt das Wasser nämlich urschön. Die Kinder lieben das. Das gibt es in verschiedenen Farben. Das ist jetzt in so einem hellen Lila. Das Make a Splash ist in so einem Türkisblau. Und das Go Go Mango ist total schön. So rot-orange, so korallig. Und man hat hier in dem Badesalz nämlich Himalaya-Kristallsalz drinnen, was schön ausschaut. Und Bittersalze. Was natürlich auch macht, dass man so ein wirklich entspannendes, erholendes,
Bad einfach zu sich nimmt. Ja, man merkt so richtig die Gelenke, die Muskulatur, es entspannt sich durch den guten Duft, der da freigesetzt wird. Man fühlt sich wohl, man entspannt sich dadurch noch mehr. Also das Badesalz, 1 Kilo habt ihr in dem Sackerl. Das geht komplett raus. Alle Duftrichtungen gehen raus vom Badesalz. Das ist wirklich schade. Also wenn ihr das auch mal erleben wollt, was ich gerade berichte, dann könnt ihr das, wie gesagt, nur noch bis Ende Februar mitbestellen. Genauso wie das Zuckerpeeling. Da ist auch total viel Shea-Butter drinnen, zum Beispiel Kokosöl. Das macht die Haut wirklich butterzart. Also ich verwende das total gern für meine trockenen Füße. Die sind immer trocken. Und beim Baden oder ein Fußbad damit ist auch super, wenn man zum Beispiel trockene Hände hat. Kann man sich beim Händewaschen auch oder im Gesicht, ja. Ach, wenn man sich dann das Gesicht schön macht, ja, nach dem Abschminken am Abend zum Erholen, ja, das ist so, so toll, das Zuckerpeeling, dadurch, dass da so viel tolle Pflegestoffe drinnen sind, feuchtigkeitsspendende Pflegestoffe drinnen sind und das so gut duftet, dass die ganze Haut im Gesicht, ihr müsst euch vorstellen, die ganze Haut im Gesicht, ihr riecht die ganze Zeit, wie euer Gesicht gut duftet. Und das belebt die Haut richtig. Ja, bei den Füßen, das ist babyzart. Im Gesicht ist das babyzart. Also das müsst ihr unbedingt noch nutzen, solange das im Sortiment ist. Bis Ende Februar. Alle Duftrichtungen. Das Luna ist total beliebt. Zum Beispiel Schimmer. Also Luna Schimmer ist bei der Körperpflege auch sehr, sehr beliebt bei mir. Ja. Das, also von den Körperpflegeprodukten geht echt viel raus, gell? Badesalz, Zuckerpeeling, die Körpersprays, geht raus. So schade. Also wenn ihr davon was probieren wollt, sagt mal Bescheid, ich bestelle morgen Abend. Und zu guter Letzt, was ich verstehen kann, weil das ist ein großes Randprodukt, das sind die Haustierpflegeprodukte. Ich meine, ich habe schon gedacht, irgendwie schade, dass das doch irgendwie alles rausgeht, gell? Weil die Haustierpflegestoffe, die sind wirklich 100% vegan. Das heißt, die sind wirklich so konzipiert, dass eure Haustiere nicht stark duften, sondern die sind wirklich so gemacht für die sensible Haut des Hundes. Dass das nicht nur das Fell schön glänzt und gepflegt ist, sondern auch, dass wirklich die Haut darunter, unter dem Fell, mit kollodialem Hafermehl wirklich schön sanft gereinigt wird. Ja, also die Haut kriegt da quasi so eine Pflege, eine tolle, ja, das Fell bekommt eine schöne Pflege und einen schönen Glanz mit dem Shampoo, auch mit dem Entwirrungsspray für Langhaarhunde oder mit dem Geruchsbeseitigungsspray. Ist das eben auch so eine Pflege immer wieder. Also nicht nur, dass der Geruch dann quasi aufgefrischt wird vom Fell, sondern dass es auch wirklich, das Fell glänzt dann schön bei den Hunden. Ja, also das bekommt eine gute Pflege. Ich weiß, dass die Produkte toll sind, aber anscheinend sind sie nicht so gut gekauft worden, nicht beliebt genug, dass sie sagen, okay, es rentiert sich, dass das im Sortiment bleibt. Ja, ist halt wirklich ein Randprodukt. Und diese Pflegeserie gibt es auch in verschiedenen Duftrichtungen. Und das ist jetzt nicht, dass es so stark duftet und intensiv, sondern hier zum Beispiel das Honig und Kamille, das riecht ganz, ganz sanft. Das ist ein leichter, angenehmer Duft. Wirklich total gut, sehr, sehr erfrischend. Auch das, was ich sehr gerne mag, ist das Oatmeal und Aloe, also Hafermehl und Aloe Vera riecht auch total angenehm. Oh, das riecht so gut. Ich liebe das. Das riecht richtig frisch, angenehm. Man riecht wirklich, das sind frische Inhaltsstoffe. Da ist nichts Chemisches drin, nichts Synthetisches. Das ist wirklich 100% vegan. Das wird wirklich, falls ihr Haustiere habt, wird diese Pflege echt euren Lieblingen gut tun. Und die werden gut duften, frisch duften, die werden eine gute Pflege erhalten. Ja, das war's mit den Sachen, die mit 1. März rausgehen. Ich bin irgendwie schon etwas traurig über die Sachen, auch über das Spülmittel, dass das rausgeht. Ja, genau. Es bleibt uns nicht erspart. Es wird auch ab 1. März eine Preiserhöhung
im neuen Katalog geben auf bestimmte Duftlampen. Es sind etliche Duftlampen, die etwas teurer werden. Und da gibt es eine Liste mit Duftlampen, die teurer werden. Der Badreiniger zum Beispiel, der wird um ganze 3 € teurer. Also der Badreiniger wird bei mir gerne gekauft. Also wenn, dann deckt euch jetzt noch mit dem günstigen Preis ein. 3 € teurer statt 11,25 € 14,25 € die Flasche Badreiniger. Und es hat einen Grund, warum der so gerne gekauft wird, weil der halt auch wirklich gut putzt und das Bad dadurch auch gut duftet. Und die Whiffbox wird auch eine ziemliche Preiserhöhung bekommen, nämlich von 42 € auf 50 €. Das ist ja die Überraschungsbox bei Scentsy, die jeden Monat neu bestückt wird mit neuen Produkten. Es ist immer ein Mehrwert enthalten und man kann sich da immer überraschen lassen. Und ich habe da ein paar Stammkunden, die sich die jeden Monat kaufen, weil sie sich einfach gerne überraschen lassen und weil sie Scentsy lieben und es ihnen total egal ist, was da drinnen ist, weil sie einfach alle Produkte gerne verwenden und toll finden. Also für diese Leute ist die Wolfbox halt richtig toll. Und jetzt gehen wir ganz kurz die Preise von den Lampen durch. Vielleicht ist da eine Lampe dabei, wo ihr sagt, auf die habt ihr schon länger ein Auge geworfen. Die wird jetzt aber dann ab März teurer. Also besorgt es euch lieber vorher noch. Und zwar ist das die Alabaster. Die wird dann 50 € kosten. Jetzt kostet es 42. Die Aloe Vera Duftlampe wird dann 71 € kosten. Die kostet jetzt 64. Die Angel Wings statt 50 auf 57. Dann die Classic Curve Grey, die im Starter-Kit drinnen ist. Die wird dann auch 50 € kosten statt 42. Die Etched Core, die weiße, die wird auch 50 € kosten statt 42. Die Little Garden, das ist diese Runde da mit diesen Pflanzen drinnen, die wird dann 64 kosten. Die kostet jetzt 57. Und die Duftlampe My Sun and Moon, die kostet jetzt 57, die wird angehoben auf 71 €, wo ich mir gedacht habe, was? Von 57 auf 71 ist doch ein großer, großer Sprung. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist oder ob das ein Tippfehler war, aber ich gebe das jetzt einfach mal so weiter, so wie es bei uns drinnen steht in den Infos. Wäre schon ziemlich krass, ja? Und die letzte Lampe ist die Polar Panorama. Die wird dann 99 € kosten. Die kostet aktuell, ich glaube, 92 €. Ja, genau. Das sind die Preiserhöhungen. Das sind die aktuellen News, die großen Veränderungen. Das gilt alles ab 1. März, weil da beginnt bei uns dann die Frühlings-Sommersaison. Da gibt es einen kompletten Sortimentswechsel, einen komplett neuen Katalog. Jetzt wisst ihr Bescheid. Morgen Abend mache ich, wie gesagt, eine Sammelbestellung. Wenn jetzt noch was dabei ist, was ihr da gerne ausprobieren wollt oder was noch nachstocken wollt, aufrüsten wollt, dann meldet euch gerne bei mir, dann bestelle ich euch das mit. Und zu guter Letzt, man sagt ja immer wieder, Eigenlob stinkt dabei, stimmt das gar nicht. Man darf sich ruhig auch für seine Leistungen mal selbst feiern und auf die Schulter klopfen. Ich habe nämlich wieder ein paar Auszeichnungen bekommen und ein paar Anhänger. Das ist immer so süß. Bei Scentsy bekommt man nämlich immer, wenn man einen Meilenstein erreicht hat, eine Auszeichnung, so eine Art Ehrung und einen neuen Anhänger für seine Armbänder. Ich habe da schon zwei volle Armbänder auf meinem Altar, auf meinem Scentsy-Altar. Und ja, für die bisher gesammelten Verkaufspunkte, ich bin jetzt mittlerweile bei, ich glaube, 35.000, habe ich wieder einen Zehner bekommen. Das ist jetzt der dritte Zehner-Stern-Anhänger. Ja, ist schon cool. Das ist ein großer Meilenstein. Das ist schon eine ganz schöne Summe, die ich da verkauft habe. Wahnsinn, wow. Und dann habe ich noch den Shootingstar-Anwerberbonus bekommen. Den bekommt man als Sponsor, wenn man einem neuen Teammitglied verholfen hat, die erste Stufe zu erreichen, die erste Prämie zu erarbeiten. Da bekommt der Sponsor dann auch eine Auszeichnung dafür, weil man ja sein neues Teammitglied super bei dem Start begleitet hat und dem quasi alles mitgegeben hat, was derjenige gebraucht hat, um seinen Erfolg zu erreichen. Ja, das war's. Das wollte ich euch noch mitteilen. Bei Fragen meldet euch gerne bei mir.
Wenn ihr einen Shopping-Link haben wollt, meldet euch bei mir, damit ihr Prämien sammeln könnt. Schaut in meiner Story, falls ihr nicht wisst, wovon ich spreche. Die Andrea hat 630 Euro dadurch gespart beim Einkaufen, weil sie einen Shopping-Link gehabt hat und fleißig Prämien gesammelt hat. Ich habe noch zwei Dufttestertaschen aktuell zu Hause. Ich kann euch gerne eine ausborgen oder auch verschicken, wenn ihr mal alle Düfte schnuppern wollt, was es da so gibt. Katalog durchblättern mit eurem Umfeld. Hallo Andrea! Genau. Und dann bestellt's gemeinsam, gibt's gemeinsam eine Bestellung auf und freust dich dann über ganz, ganz tolle Prämien und Vergünstigungen. Ja. In diesem Sinne, ich werde das live gleich speichern, damit ihr euch das auch im Nachhinein anschauen könnt, für alle, die jetzt erst später dazugekommen sind. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.